Der niederösterreichische Circus Picard machte in Laxenburg Station und schlug seine Zelte auf. Wenn auch der Zuschauerraum wegen der Covid-Schutzmaßnahmen nicht ganz voll sein durfte, tat dies der Freude von Zirkusdirektor Alexander Schneller keinen Abbruch, endlich wieder auftreten zu dürfen. Circus Picard hat seine Tournee wieder aufgenommen und verschönert in Laxenburg den Ferienbeginn. Mit seinem neuen Programm beweist der Traditionszirkus rund um Alexander Schneller, Österreichs jüngsten Zirkusdirektor, wieder einmal, wie sehr eine Show im Zirkuszelt begeistern kann. Wir sind sehr gute Dinge. Wir haben schon einige Reservierungen, das auch dringend empfohlen wird, damit wir auch wissen, wer unsere Vorstellungen besucht. Allerdings, alles ist besser als nichts. Das haben wir jetzt hinter uns und wir wollen jetzt nach vorne blicken und freuen uns einfach, Zirkus machen zu dürfen. Da spielt die Anzahl der Besucher nicht die größte Rolle. Wir gehen jedes Jahr. Das ist eine Belohnung zum Zeugnis heute? Ja, definitiv. Ja, auf jeden Fall. Und das freut uns total, dass sie wieder da sind, weil sonst sind sie immer zu Ostern da. Das hat ja heuer leider etwas gedauert, bis wieder alles in die normalen Gänge kommt, etwa. Ist es für Sie wieder endlich in der Manege zu stehen? Es ist ein schönes Gefühl. Wie war die Zwangspause? War halt eine längere Winterpause, würde ich mal sagen. Das heißt, ihr seid es gewöhnt, dass mal Action ist und dann wieder Pause? Ja, natürlich meistens in Winterzeit. Sonst ist es immer Januar, Februar etwas Pause und dann normalerweise geht es im März los. Und dann war es aber abrupt wieder. Pause. Sie waren schon von Kindesbeinen an hier unterwegs? Ja, also tatsächlich ist es so, ich bin 33 Jahre alt geworden dieses Jahr im Mai. Den Zirkus Picard gibt es seit 31 Jahren. Also bin ich quasi mein Leben lang im Zirkus. Was ist so faszinierend am Zirkus? Alles. Die Menschen, alles, was im Hintergrund abspielt. Wir wohnen in Wohnwegen, bauen gemeinsam auf und ab, machen gemeinsam die Werbung für die jeweiligen Gastspielorte, der Zauber der Manege. Es hat alles so einen großen Charme und auch sehr viel Reiz. Ja. Für uns Zirkusleute kann es nichts Schöneres geben. Wie ist euer Programm? Was ist bei euch der Schwerpunkt? Das Motto 2020 läutet: auf die Plätze, fertig, Spaß. Es gibt sehr viel zu lachen. Ich habe 3 Komiker mit dabei, aber natürlich ein klassisches Zirkusprogramm: Tiere, Clowns, Artisten. Also wird es Luftakrobatik geben, Akrobatik zu Boden und unsere Haustiere: Enten, Hühner, Ziegen, Hunde, ein Esel und eine Kuh. Ja, und 6 Ponys haben wir auch. Vorstellungen gibt es für maximal 250 Besucherinnen und Besucher. Und eine Kartenreservierung ist unter www.zirkuspicard.at unbedingt erforderlich. Vorstellungen im Erholungszentrum Laxenburg gibt es noch von 9. bis 12. Juli. Dann zieht der Zirkus weiter durch Niederösterreich. Wir Zirkusleute sagen immer, Zirkus ist immer aktuell und wird es immer geben. Tatsächlich gibt es aber immer wieder jahreweise solche Phasen, wo man so ein bisschen merkt, ist vielleicht gerade nicht so in oder ist gerade wieder im Kommen. Oft findet man den Begriff Zirkus in Verbindung mit anderen Events. Ein Zirkusclubbing, ein Beat-Circus, ein Skizirkus, der Polit-Zirkus wird oft so bezeichnet. Aber den einzig wahren Zirkus seht ihr hier, den Zirkus Picard.